Gut. Also, freut mich, dass ihr da seid. Thema heute Schuhari. Ich habe im Wiki das Abstract ein bisschen länger gemacht zu der Schule, weil ich mal davon ausgegangen bin, dass die meisten mit dem Begriff nicht so viel anfangen können. Bevor ich loslege, eine kleine Bitte noch von mir. Ich überlege, mit diesem Vortrag eventuell mal auf eine Konferenz zu gehen. Wer also am Ende vom Vortrag oder nächste Woche irgendwann über jedes Feedback dankbar. Einfach nicht konkret zu den Folien, also der Vortrag wird dann mit anderen Folien gemacht werden, aber insgesamt so zu den Inhalten und ob es verständlich war, allgemein gerne Feedback. Zentrales Thema heute von der Schule ist die Entwicklung von Teams und darauf angewandt das Schuhari-Modell, was halt einfach so Entwicklungsphasen von Lernenden auf dem Weg zur Meisterung beschreibt. Und was das im Detail bedeutet und wieso das für uns relevant sein könnte, versuche ich heute so ein bisschen zu erklären. In meinem Abstract habe ich ein paar konkrete Fragen aufgeschrieben. Das waren einfach die Dinge, die mich dazu bewegt haben, die Schule heute hier bei Synnix zu halten. Weil ich gesagt habe, mit diesem Schuhari-Modell kann man meiner Meinung nach sehr viele Fragen beantworten, die ich oft im Alltag höre, wo man einfach so, oder die vielleicht die Leute nicht aussprechen, wo ich aber oft das Gefühl habe, dass die Leute diese Fragen im Kopf haben. Dass einfach so grundsätzlich in Frage gestellt wird, hey, warum arbeiten wir überhaupt so, wie wir arbeiten? Warum brauchen wir Regeln, die uns irgendwie vorgeben, wie unser Prozess aussieht? Warum können wir nicht einfach das machen, was irgendwie am besten klappt und jeder tut einfach das, was er für richtig hält, weil jede Situation ist ja sowieso anders. Und warum brauchen wir überhaupt einen Scrum Master? Und ist der nicht irgendwie da, um sich überflüssig zu machen? Wann ist der denn überflüssig? Ja, diese und weitere Fragen versuche ich heute zu beantworten. Ich würde gerne anfangen mit einem Zitat, was ich vor kurzem auf Twitter gefunden habe, was ich sehr genial fand und was meiner Meinung nach so ein bisschen beschreibt oder sehr gut auf den Punkt bringt, was meine Vorstellung von Agile ist. Also Agile, die Marke mit großem A. Agile ist kein Endzustand, den wir irgendwie versuchen zu erreichen, sondern Agile ist einfach ein kontinuierliches Commitment, sich immer weiter zu verbessern. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, wo jemand Kent Beck war es, glaube ich, geschrieben hat, Agile, die Marke, ist alles das, was mit dem Agile Manifesto konform geht. Ja, agilemanifesto.org sind 4 Wertepaare und 12 Prinzipien beschrieben und alles, was mit dem konform ist, das darf sich Agile nennen. Und alles, was darauf aufbaut, alles, was man auf Basis von diesen 12 Prinzipien und von den Wertepaaren weiterentwickelt oder darüber hinausgeht, nennt das gerne alles Agile, ja? Weil wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen immer besser werden und wir wollen vielleicht neue Prinzipien schaffen, die uns helfen, unsere Arbeit besser zu machen. Wir wollen neue Werte für uns erkennen, wo wir sagen, das macht unsere Arbeit besser. Weil wir wollen lernen, wir wollen als Community, die agil arbeitet, uns weiterentwickeln. Und das Agile Manifesto wurde vor 20 Jahren verfasst, ja, ne, nicht ganz 15. Und natürlich lernen wir dazu. Und das ist für mich persönlich das, was agiles Arbeiten im Kern ausmacht. Ja. Was ich in dem Zusammenhang auch immer lächerlich finde oder blöd finde, ist, wenn man halt anfängt zu diskutieren, so, ja, sind wir Agile oder sind wir nicht Agile? Wo sind da die Grenzen? Sind die mehr Agile als wir? Sind die besser als wir? Finde ich halt Käse. Meiner Meinung nach ist, wenn man ein grundsätzliches Verständnis hat für die Notwendigkeit, sich kontinuierlich zu verbessern, dann sage ich, okay, dann arbeitet ihr agil. Wäre meine Definition. Das ist auch in einem von den
12 Prinzipien im Agile Manifesto wiedergespiegelt. Kontinuierliche Verbesserung. Konkret im Scrum-Framework ist das wiedergespiegelt, zum Beispiel durch die Retros, die wir in jedem Sprint haben, wo wir sagen, okay, am Ende von jeder Iteration haben wir einen festen Termin, wo wir uns zusammensetzen und gucken, wie wir uns verbessern. So, das so einführend war mir wichtig, einfach darzustellen, wie kommt es überhaupt zu diesem Grundthema Lernen, Grundthema kontinuierliche Verbesserung im Kontext von agiler Entwicklung. Dann zum Schuhari-Modell. Das Schuhari-Modell ist ein Konzept zur Beschreibung von Entwicklungsstufen. Ich sag mal, auf dem Weg zur Perfektion, wobei halt das Modell schon impliziert, dass man die Perfektion niemals erreicht, sondern dass das immer eine Vision bleibt und man quasi immer sich neue Ziele setzen sollte und immer neu sagt, okay, da wollen wir hin, das sind die nächsten Schritte, so verbessern wir uns immer weiter. Das kommt aus der japanischen Kampfkunst, hat also in erster Linie mal überhaupt nichts mit Softwareentwicklung oder irgendwas mit Business zu tun, wird aber mittlerweile auf viele verschiedene Bereiche angewandt. Also zum Beispiel wurde auch so Sachen wie Go-Spiel in dem Bereich wird versucht mit Schuhari zu beschreiben, wie man denn ein perfekter oder guter Go-Spieler wird und wie man sich, während man dieses Spiel lernt, in diesen drei Stufen weiterentwickelt. Ich habe dieses Prinzip angewandt auf agile Softwareentwicklung aus dem Buch hier, was ich vor kurzem gelesen habe, Coaching Agile Teams von Liza Atkins. Und viele Ideen aus dem Vortrag, den ich heute hier mache, kommen auch aus dem Buch. Also ich werde da auch öfter im Vortrag noch Bezug nehmen auf konkrete Beispiele aus dem Buch. Sie beschreibt in dem Buch die drei Phasen als Schuh, bedeutet für sie follow the rule, H, break the rule und Ri, be the rule. Schuh bedeutet allgemein gesprochen, man lernt was komplett Neues. Man hat überhaupt kein Wissen über irgendein Thema, über irgendeine Domäne, über irgendwas, was man lernen möchte. Deswegen vertraut man am Anfang komplett dem Lehrer, der einem etwas versucht beizubringen. Man hält die Regeln ein, damit man nichts Falsches lernt. Die Regeln werden vom Lehrer vorgegeben. Und ich als Unwissender vertraue einfach der Expertise von dem Lehrer, der mir sagt, hey, wenn du dich an diese Regeln hältst, dann machst du es gut. Die nächste Stufe, H, sagt dann, ich stelle die Regeln in Frage. Ich frage, warum muss ich denn diese Regeln einhalten? Und was passiert denn überhaupt, wenn ich mich mal nicht an die Regeln halte? Und dann breche ich bewusst die Regel, um die Konsequenzen daraus zu lernen, um zu lernen, was passiert denn eigentlich, wenn ich die Regeln breche? Wichtig dabei ist meiner Meinung nach, dass man sich vorher mal an die Regeln gehalten haben muss, um überhaupt beurteilen zu können, wie sich die Situation verändert hat, wenn ich mich nicht mehr an die Regeln halte. Wenn ich mich vorher an keine Regeln gehalten habe und nicht dem gefolgt bin, was mir irgendwo beigebracht wird, dann kann ich auch nicht behaupten, dass es jetzt, wo ich mich nicht mehr an die Regeln halte, irgendwie schlechter oder besser geworden ist. Ich habe einfach keine Vergleichsmöglichkeit und kann überhaupt nicht beurteilen, was es für Konsequenzen hat, ob ich mich an die Regeln halte oder nicht. Ri bedeutet dann, ich befolge die Regeln nicht mehr stur, sondern ich sehe es als ganz natürlich und hilfreich an, dass es diese Regeln gibt und ich sehe das auch gar nicht mehr als Regel, sondern es ist einfach ganz klar, dass man es so tut. Und vor allem habe ich dadurch, dass ich die Regeln mal gebrochen habe und dadurch, dass ich einfach auch mal andere Sachen ausprobiert habe, ein grundsätzliches Verständnis von dem, was ich da versuche zu lernen, bekommen. Das heißt, ich kann dann selbst beurteilen, was funktioniert, was kann ich ausprobieren, wo sind die Grenzen, was macht in meiner Situation für mich persönlich
bezogen auf das Thema Sinn, ja, vielleicht mal auf jetzt einen Go-Spieler betrachtet oder auf einen Schachspieler, er entwickelt halt irgendwann seinen eigenen Stil, der halt für sich selbst passt. Wenn ich halt irgendwann so weit in einem Thema Expertise aufgebaut habe, dass ich selbst beurteilen kann, was gut ist und was schlecht ist, dann definiere ich halt meine eigenen Regeln und entwickle vor allem die Kunst an sich weiter. Und das ist auch so ein Stück weit ein Grundthema von diesem Schuhari, dass es eben die Domäne, in der man lernt, langfristig für alle, die das lernen wollen, weiterentwickelt. Also konkret auf agile Softwareentwicklung bezogen. Als das agile Manifest definiert wurde, haben wir einfach noch weniger Wissen darüber gehabt, was möglich ist, was funktioniert. Und jetzt, nach 10 Jahren, wo wir das konkret in Organisationen angewandt haben, wollen wir doch möglichst viel von dem Wissen, was die Leute, die das angewandt haben, für uns selbst auch nutzen. Das heißt, die Kunst als Ganzes entwickelt sich weiter. So. Wie passt das zu Scrum? Erstmal nochmal eine ganz kurze Erklärung, was Scrum für mich ist. Scrum ist für mich ein Prozessframework, das dazu dient, Probleme aufzudecken. Es löst keine Probleme. Scrum ist ein Framework, das eine konkrete Implementierung braucht. Also konkrete Richtlinien, konkrete Praktiken, mit denen ich dieses Framework ausfülle. Diese konkrete Implementierung wird meiner Meinung nach durch den Scrum Master vorgegeben. Der Scrum Master hat Erfahrung in verschiedenen Projekten gesammelt. Er hat für sich einen Weg gefunden, wie er sagt, so sollten Teams meiner Meinung nach arbeiten, weil die Erfahrung zeigt, dass das gut funktioniert und diese konkrete Implementierung bringt er am Anfang den Teams bei. Das heißt, ein Scrum Master kommt zu einem neuen Team und erklärt, okay, wir arbeiten jetzt agil, wir arbeiten mit Scrum und meiner Erfahrung nach hat es sich bewährt, wenn wir diese und diese Elemente im Prozess umsetzen und wenn wir uns an diese und jene Regeln halten. Und ich würde euch empfehlen, das für euch so anzunehmen und einfach mal auszuprobieren, was sich für euch dann ändert. Und daran sollten wir uns im ersten Schritt halten. Deswegen halte ich es zum Beispiel auch für sinnvoll, dass immer, wenn ein Scrum Master neu zu einem Team kommt, so eine Einführung stattfindet. Auch wenn ein Team schon seit 2 Jahren agil arbeitet und vielleicht gar nicht schlecht arbeitet. Ja? Ich will gar nicht unterstellen, dass die irgendwie was falsch gemacht haben. Aber der Scrum Master hat vermutlich eine andere Vorstellung davon, was er persönlich für sich als den optimalen Weg hält. Und der Scrum Master sollte, wenn er zu einem Team kommt, vorstellen, hey, das ist meine Vorstellung von agilem Arbeiten. Ich würde vorschlagen, dass wir uns an diese und jene Regeln halten und ich würde gerne mit euch versuchen, diesen Weg zu gehen. Ein anderer, noch ganz wichtiger Punkt, der immer wieder besonders von den Erfindern von dem Framework betont wird, wenn man irgendwelche grundlegenden Regeln von dem Framework, also nicht von der konkreten Implementierung, die sich der Scrum Master überlegt hat, sondern von dem Framework an sich bricht, dann nennen wir es nicht mehr Scrum. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil man einfach sagt, okay, es ist ja nicht schlecht, wenn ich es ist nicht partout schlecht, wenn ich irgendwelche Regeln von diesem Framework breche. Ich will es nur bewusst machen. Ich will bewusst sagen, okay, dann ist das, was wir hier gerade lernen und das, was wir hier gerade machen, eben kein Scrum, sondern eben Prozess von Timo Eifler, was er sich ausgedacht hat, basierend auf den Regeln von Scrum. Warum brauchen wir das überhaupt? Warum können wir nicht einfach machen, was funktioniert?
Das erste Wertepaar vom agilen Manifest sagt Individuals and Interactions over Processes and Tools. Und das ist für einige Leute so die Argumentationsgrundlage, dass Scrum halt generell eine schlechte Idee ist, weil Scrum gibt uns ja Prozessvorgaben vor. Scrum gibt uns ja konkrete Tools und Werkzeuge an die Hand und sagt, wenn ihr euch daran nicht haltet, dann macht ihr es falsch. Und wie passt das denn dazu? Der Grundgedanke von diesen Wertepaaren steht auch im Manifest drin, ist, die rechte Seite, also Process and Tools, ist genauso wichtig wie Individuals and Interactions oder, sorry, das war falsch, ist auch wichtig, aber die andere Seite ist wichtiger. Ja? Also nicht genauso wichtig, sondern Prozesse und Werkzeuge sind wichtig, sollten nicht vernachlässigt werden. Das braucht man für die tägliche Arbeit. Aber Menschen und die Interaktionen, die sie miteinander haben, sind wichtiger und sollten im Zweifelsfall höher gewertet werden als das sture Befolgen von irgendwelchen Prozessen. Und meiner Meinung nach sind Prozesse und Werkzeuge deswegen wichtig, weil sie besonders, wenn man was Neues lernt, einem einfach eine Orientierung an die Hand geben. Wenn ich zu irgendeinem Team gehe, die noch nie agil gearbeitet haben und sage, okay, wir sind jetzt agil und das bedeutet, wir machen einfach das, was am besten funktioniert und ihr müsst euch an nichts mehr halten, los geht's und alle zwei Wochen gucken wir, was wir verändern, dann sagen die ja, und was sollen wir jetzt anders machen? Machen wir jetzt einfach weiter wie bisher? Und was sollen wir denn überhaupt verändern? Und dann kommt die erste Retro und man hat noch gar nichts verändert. Und dann so, ja, keine Ahnung. Und deswegen finde ich halt dieses Modell so schön, dass man sagt, okay, als erstes gebe ich euch halt mal was vor, damit ihr überhaupt wisst, was denn potenziell gut sein könnte. Es gibt natürlich neben Scrum noch ganz viele andere Methoden oder Prozessframeworks oder konkrete Prozesse, die teilweise mehr, teilweise weniger vorgeben als Scrum. Jede Methode hat da meiner Meinung nach ihre Vor- und Nachteile. Für unerfahrene Teams, die überhaupt keinen Plan haben, ist es meiner Meinung nach ein Coach oder ein Prozessverantwortlicher oder im Falle von Scrum der Scrum Master, der für das Team eine Empfehlung abgeben sollte, der meiner Meinung nach sagen sollte, ich mit meiner Erfahrung würde euch vorschlagen, dass wir das und das probieren und ich schlage euch vor, dass wir diese Methode einsetzen. Irgendeine Grundlage muss es aber meiner Meinung nach geben. Man sollte sich an irgendwas initial versuchen zu halten. Dann habe ich ein schönes Zitat, das habe ich in meiner letzten Schule zum Less-Framework auch schon mal gebracht, weil das von den Erfindern von dem Framework kommt. Das sagt, Scrum hits the sweet spot between abstract principles and concrete practices. Es ist einfach eine gute Mischung zwischen einem Rahmenwerk, was mir was vorgibt, aber gleichzeitig auch konkrete Werkzeuge und Tools, die ich am Anfang sofort benutzen kann, wenn ich noch gar nicht weiß, wie ich loslege. Teams und Organisationen sind was Komplexes. Keine vorgefertigte Methode passt perfekt für irgendeine Situation. Wir müssen immer lernen, wir müssen immer Inspect und Adapt machen, wir müssen immer gucken, wie können wir das, was wir lernen, für uns anpassen? Dazu habe ich auch einen schönen Artikel gelesen von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist irgendwie ein nordischer Name, Søren Porskrog. Er sagt, wir sollten nicht mehr von Best Practices reden, wir sollten von Promising Practices reden. Er sagt, Best Practices, das suggeriert immer, ja, das haben andere schon gemacht, und wenn wir es einfach genauso machen, dann sind wir genauso gut wie die. Und er sagt, wir müssen den Begriff ändern. Wir wollen nicht blind irgendwelche Methoden adaptieren, weil es gibt einfach nicht die Methode, die alle Probleme löst. Wir wollen auf Erfahrungen von anderen aufbauen. Wir wollen Fehler, die andere gemacht haben, nicht nochmal machen. Wir wollen aus Erfahrungen lernen.
aber wir wollen immer die Sachen, die wir adaptieren, auf unsere Situation anpassen und gucken, was davon wollen wir für uns übernehmen und was passt bei uns vielleicht nicht. Das Schaubild hier habe ich aus Slides von Jürgen Apello, wo er über Experimente spricht. Und die Aussage von der Grafik ist, wie lernen wir am besten? Wenn wir etablierte Praktiken wiederholen, haben wir Erfolg, meistens. Weil das einfach Sachen sind, die haben schon viele Leute ausprobiert, das funktioniert, das haben wir vielleicht auch schon oft ausprobiert, das machen wir hier schon immer so und das funktioniert auch schon immer so und das funktioniert auch in unserer Situation vermutlich. Das heißt, wir haben Erfolg, aber wir lernen wenig. Wenn wir bekannte Fehler wiederholen, Sachen, die noch nie funktioniert haben, haben wir Misserfolg, aber auch kein Lernen. Weil wir wussten ja schon, dass es vermutlich nicht funktioniert. Machen wir Experimente, wo wir uns unsicher sind, ob das funktioniert oder nicht funktioniert, haben wir eine 50-50 Chance, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Aber vor allem lernen wir was draus. Was aber auch wichtig ist, aus dieser Grafik zu lesen, wir können auch was lernen, wenn etablierte Praktiken failen. Das heißt, wenn wir etablierte Praktiken in Frage stellen und auf einmal sagen, hey, das haben wir vielleicht schon immer so gemacht, aber in unserer speziellen Situation hier funktioniert es vielleicht nicht, und dann zu analysieren, warum funktioniert das bei uns nicht, dann lernen wir. Und auch irgendwas, was sonst noch nie funktioniert hat, kann mal gut sein in einer speziellen Situation. Und auch dann lernen wir daraus. Zitat einer intelligenten Person. Das passt meiner Meinung nach sehr gut auf die Phase H von dem Schuhari-Modell. Break the rule. Wir wollen aus Fehlern lernen. Wir wollen Regeln in Frage stellen. Aber wir wollen das bewusst machen. Wir wollen an den neuen Weg glauben. Wieso sollten wir eine Regel brechen und eine Regel in Frage stellen, wenn wir gar nicht wirklich davon überzeugt sind, dass es besser sein könnte, sich nicht an die Regel zu halten? Also nicht einfach die Regel brechen, so aus Prinzip, weil wir haben keinen Bock, uns an Regeln zu halten, sondern bewusst sagen, hey, wir glauben echt, dass es für uns besser sein könnte, wenn wir hier diese Regel brechen oder wenn wir uns die Regeln vielleicht für unsere Situation adaptieren. Und dann wollen wir die Konsequenzen beobachten. Wir wollen vergleichen. Das Vergleichen muss natürlich möglich sein, habe ich eben schon mal gesagt. Wenn wir uns nie wirklich an die Regel gehalten haben und nie wirklich konsequent uns an irgendein Framework gehalten haben, dann können wir auch nicht beurteilen, ob jetzt irgendwas besser ist. Und wir sollten möglichst objektiv und ehrlich beurteilen, was die Konsequenzen sind, wenn wir eine Regel brechen. Damit das möglich ist, muss die richtige Umgebung für Experimente geschaffen werden. Es muss meiner Meinung nach im Unternehmen eine grundsätzliche Akzeptanz da sein, dass der Wert nicht allein im kurzfristigen Erfolg von irgendwas liegt, sondern dass Lernen an sich ein Mehrwert ist, dass Lernen wertvoll ist, dass Fehler was Wertvolles sind, weil alle davon lernen. Das muss dann aber auch passieren. Also es müssen alle aus Fehlern, die ein Einzelner macht, irgendwie lernen können. Oder aus Fehlern, die ein Team macht, wollen möglichst viele lernen können. Damit das geht, müssen die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Es muss die richtige Umgebung für Experimente geschaffen werden. Meiner Meinung nach kann man das sehr gut mit wissenschaftlichem Arbeiten vergleichen. Also wir wollen wirklich richtige Experimente machen. Wir wollen
zeitlich abgrenzen. Wie lange läuft das Experiment? Wir wollen Erfolgskriterien definieren. Was bedeutet es für uns, wenn wir das jetzt ausprobieren? Was wäre denn ein Erfolg? Woran wollen wir messen, ob irgendwie was besser geworden ist? Wir wollen möglichst nur eine Variable gleichzeitig ändern. Ja, wir wollen nicht 1000 Sachen auf einmal ausprobieren, weil, oder nehmen wir halt einfach mal nur 3 Sachen auf einmal, weil man irgendwie 3 Maßnahmen in der Retro definiert und dann setzt man die alle um und dann guckt man nach 2 Wochen und es ist wohl irgendwie besser geworden, aber woran lag's? An Maßnahme 1, 2 oder 3? Daran, dass wir jetzt irgendwie ein Board haben, wo wir Tasks dranhängen, oder daran, dass wir jetzt alle pünktlich zum Daily kommen? Und es sollten weitere Schritte basierend auf den Ergebnissen geplant werden. Also einfach gucken, okay, wir gucken jetzt erstmal, was hat diese Maßnahme bewirkt, und dann nehmen wir nicht einfach die nächste Maßnahme, die wir uns vor 2 Wochen schon überlegt haben, sondern wir überlegen jetzt, basierend auf der neuen Situation, welche Maßnahme macht jetzt als nächstes Sinn. Es ist genau das gleiche Prinzip, wie warum wir iterativ unser Produkt weiterentwickeln. Wir wollen alle 2 Wochen neu gucken, was hat jetzt die höchste Priorität, was bringt uns jetzt am meisten. Welche Rolle spielt dabei der Scrum Master? Ein Scrum Master hat viele verschiedene Aufgaben und nimmt dabei verschiedenste Rollen ein. Ich will heute die Rolle vom Scrum Master nur bezogen auf den Lernprozess vom Team betrachten. Ich hatte am Anfang ein bisschen Problem mit diesem Begriff Scrum Master und ich habe da auch schon verschiedene Diskussionen zu verfolgt, ob man das denn so nennen sollte und warum man das so nennt. Und viele sagen auch, man darf das nicht getrennt schreiben, weil das ist ja ein spezieller Markenname, den sich die Erfinder von Scrum ausgedacht haben. Also Scrum Master ist quasi ein fester Begriff, der eine Rolle in diesem Scrum Framework definiert. Und wenn man das getrennt schreibt, bedeutet das ja, dass das ein Meister des Scrums ist. Und sowas gibt es ja gar nicht. Eine andere Meinung, die ich sehr charmant finde, ist, doch, genau das bedeutet es, nämlich ein Scrum Master ist ein Meister des Scrums und es gibt sowas wie einen Junior Scrum Master überhaupt gar nicht, per Definition, weil was ist denn ein Junior Meister? Und die Aussage von den Leuten ist halt, du brauchst jemanden mit wirklich langer Erfahrung, mit wirklich tiefer Erfahrung, um überhaupt als Lehrer für ein Team arbeiten zu können. Weil wieso sollte ich jemandem glauben, der mir irgendwie etablierte Praktiken und etablierte Methoden hier irgendwie beibringen will, der selbst erst irgendwie seit 2 Jahren irgendwie in der Softwareentwicklung arbeitet. Ja? Ich finde, so schwarz-weiß kann man es nicht sehen. Ich denke, dass Erfahrung zwingend notwendig ist. Ich glaube aber nicht, dass zwingend der Scrum Master alle Erfahrung haben muss. Ich glaube, dass es in einem Unternehmen oder irgendwie für einen Scrum Master immer einen Ansprechpartner geben sollte, den er im Zweifelsfall fragen kann, der einfach dafür sorgt, dass ein korrektes Verständnis der grundlegenden Prinzipien und Konzepte da ist. Und ein Scrum Master, egal wie viel Erfahrung er hat, wird immer weiter dazulernen und muss immer neue Sachen in Frage stellen. Auch Sachen, die er seit 10 Jahren schon so macht, muss er in Frage stellen und sagen, hey, habe ich das vielleicht 10 Jahre lang falsch gemacht? Und deswegen glaube ich auch dran, dass ein Scrum Master mit wenig Erfahrung die Arbeit gut machen kann mit einem Team. Ich glaube aber, dass immer als Ansprechpartner irgendwo jemand da sein muss, den man fragen kann, der einfach dafür sorgt, dass gewisse grundlegende Prinzipien nicht falsch rübergebracht werden. Weil ich glaube einfach, wenn man schon mit einer falschen Grundlage anfängt,
dann kann man die Ursachen für Fehler ganz schlecht beurteilen, weil man dann einfach denkt, man macht irgendwas so, wie es vorgesehen ist. Man macht es aber einfach grundlegend schon falsch, weil man einfach das Verständnis nicht hat, was hinten dran liegt. Ja. Ich glaube, dass die Rolle von einem Scrum Master sich, während er mit einem Team zusammenarbeitet, ändert. Das ist auch so ein Grundprinzip, was sie hier in dem Buch beschreibt, wo sie sagt, auch der Scrum Master durchläuft zusammen mit dem Team diese Phasen von Shu, Ha, Ri. Am Anfang in Shu ist er in erster Linie ein Lehrer für das Team. Er gibt die Regeln vor, er forciert, dass die Regeln eingehalten werden und er weist das Team auf die Überschreitung von Grenzen hin. Und hält denen einfach so einen Spiegel vor und sagt halt, hey, wir haben doch gesagt, wir wollen uns daran halten, wir wollen das ausprobieren, damit wir das hier ordentlich versuchen können und nachher auch beurteilen können, ob dieser Prozess, ob diese Art zu arbeiten für uns passt, müssen wir uns erstmal versuchen, an die Regeln zu halten. In H wechselt die Rolle mehr in Richtung von einem Coaching. Er betreut die Experimente, er lässt die Teams wirklich failen, damit sie aus ihren Fehlern lernen. Er schafft den Raum für kontinuierliche Verbesserung. Er sorgt einfach dafür, dass dieses Environment, diese Umgebung für das Team vorhanden ist, dass sie wirklich experimentieren dürfen, dass sie wirklich auch nicht sofort auf die Kappe bekommen, wenn irgendwie mal was schief läuft. Und schafft einfach auch in der Organisation das Verständnis dafür, was für einen Wert es langfristig bedeutet, dass das Team jetzt einfach auch Fehler machen darf. So eine Grundaussage, was ich auch ein schönes Zitat finde aus dem Buch, die Aufgabe vom Scrum Master ist es, während das Team irgendwie so ein bisschen rumstolpert und versucht, so seinen Weg zu finden, always lead the team back to the core of Agile. Also wenn der Scrum Master merkt, hey, wir bewegen uns hier gerade zu weit weg, wir überschreiten hier irgendwo Grenzen, wo wir nicht mehr von agilem Arbeiten reden können. Ja? So ein Beispiel wäre für mich, das Team schafft die Retro ab. Ja? Ich würde es zulassen als Scrum Master und würde halt eine Zeit lang mal das Team beobachten lassen, was dann passiert. Aber ich als Scrum Master bin im Zweifelsfall dann dafür verantwortlich, irgendwann hinzugehen und zu sagen, hey Leute, was machen wir denn hier eigentlich gerade? Ist das noch agil? Ist das noch das, was wir wollen? Sind wir hier noch auf einem guten Weg? Seid ihr euch wirklich sicher, dass das der Weg ist, wie ihr die nächsten Monate und Jahre weiterarbeiten wollt? In der Phase von Ri schreibt sie, ist der Scrum Master wirklich nur noch ein Berater oder kann theoretisch sich in eine Rolle von einem Berater entwickeln. Das heißt, unterschiedlich, was das für ein konkretes Team bedeuten kann. Eventuell ist er nicht mehr 100% für das Team da. Eventuell ist er irgendwie ein zentraler Ansprechpartner in der Firma, der für mehrere Teams als Anlaufpunkt da ist, wo die Teams einfach nur noch nach Bedarf sich den Scrum Master reinholen und sagen, hey, wir wissen, wie wir arbeiten, wir führen selbst den kontinuierlichen Verbesserungsprozess weiter und wir fragen wirklich nur noch den Scrum Master, unseren alten Lehrer, wenn wir konkret mit Problemen zu tun haben, wo wir keine Lösung wissen oder wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen. Eventuell entwickelt sich sowas, dass die Rolle vom Scrum Master im Team liegt. Ja, dass irgendwelche Personen im Team sagen, hey, ich fühle mich verantwortlich für diese Tätigkeiten oder eventuell rotieren im Team Aufgaben. Es kann komplett unterschiedlich sein, je nach Situation. Dann wollte ich hier noch ein sehr schönes Beispiel, was sie auch in dem Buch beschreibt, so eine Metapher für die Entwicklung von Teams. Sie sagt, am Anfang, wenn ein Team neu zusammenkommt, dann ist es wie so eine Garagenband. Ja? Jeder muss erst mal lernen, sein eigenes Instrument zu spielen und die hören noch überhaupt gar nicht darauf, dass da auch andere irgendwie mit ihnen zusammenspielen, weil, ey, hier E-Gitarre und ach so, ja, ich bin ja in der Band.
Dann entwickelt sich das Team. Sie spielen zusammen. Ja? Es kommt ein gemeinsames, es kommt irgendwo was, eine gemeinsame Musik raus. Der Scrum Master ist immer noch da als Dirigent, der irgendwo den Takt vorgibt und guckt, dass irgendwo alles sich im Rahmen bewegt und ist auch bestimmt noch für viele Abläufe irgendwo zuständig, wo er auch das Team immer noch unterstützt und sie einfach immer wieder auf den richtigen Weg bringt. Und in der Endphase beschreibt sie Teams mit so einem Stringquartett. Und zwar hat sie da ein ganz konkretes Erlebnis gehabt, was ich irgendwie total schönes Bild fand, wo sie in einem Konzert saß, wo vorne auf der Bühne dann das Stringquartett so in einem Halbkreis saß. Und dann haben die ohne irgendeinen Dirigent, ohne irgendwie ein merkbares Zeichen, ohne dass die sich irgendwie von 3 runtergezählt haben oder was weiß ich, haben sie auf einmal sofort alle zusammen angefangen zu spielen, ohne dass du irgendwie einen Ansatz gemerkt hast. Und da hat sie gesagt, für sie ist das ein Bild für ein perfekt funktionierendes Team. Die sind einfach so aufeinander eingespielt, die können einfach, die verstehen sich ohne Worte, die haben einfach so eine lange Entwicklung hinter sich, dass sie einfach so eng zusammenarbeiten, dass sie einfach niemanden mehr brauchen, der ihnen von außen vorgibt, wann sie anzufangen haben zu arbeiten und wann sie welche Schritte irgendwie machen müssen und wann das nächste Lead losgeht und wann der nächste Sprint startet und wann das Daily ist und was weiß ich. Wichtig für mich bei der Entwicklung von Teams ist zum einen, dass man, denke ich, keine klaren Grenzen definieren kann, dass man nicht sagen kann, oh, das Team ist jetzt irgendwie in Schuh, die sind schon in Haar und die sind jetzt irgendwie schon auf der obersten Ebene oder was weiß ich. Ich denke zum einen, es ist ein fließender Übergang. Zum anderen glaube ich auch, dass man in verschiedenen Bereichen auf verschiedenen Levels sein kann. Ich glaube zum Beispiel, dass manche Teams vielleicht, was technische Skills angeht, schon total weit sind und einfach da schon selbst irgendwie für sich eine Definition gefunden haben, was Test-Driven Development bedeutet und wie sie das bei sich im Team leben. Dass aber vielleicht auf einer anderen Ebene sie vielleicht noch auf absolutem Basislevel sind, so Denken in der Domäne des Kunden oder tiefes Verständnis für, was bedeutet denn überhaupt agiles Arbeiten. Und dass man das einfach nicht so schwarz-weiß betrachten sollte. Ich denke schon, dass man für ein komplettes Team ungefähr beurteilen kann, wo stehen die in ihrer Entwicklung, dass es aber immer verschiedene Bereiche gibt im Team, wo das Team sich in verschiedenen Entwicklungsphasen befindet. Und jedes Team ist anders. Für jedes Team bedeutet eine Weiterentwicklung was anderes. Und für jedes Team ist auch der Optimalzustand, wo sie sagen, hey, so ist für uns die perfekte Arbeitsweise unterschiedlich. Und da würde ich auch mir überhaupt nichts anmaßen, das irgendwo zu beurteilen oder zu messen, ob irgendwie das eine Team einen besseren Prozess hat als das andere, weil es geht immer um die konkreten Menschen, wie die zusammenarbeiten. Meiner Meinung nach gilt aber für alle, das wäre für mich so das Einzige, wo ich sagen würde, das muss immer für alle Teams grundsätzlich gelten und das ist eben das Commitment von jedem auf die kontinuierliche Verbesserung. Damit Teams sich entwickeln können, damit Entwicklung von Teams möglich wird, muss sich auch jeder Einzelne entwickeln. Jeder im Team übernimmt Verantwortung, jeder ist ein Vorbild für den anderen, jeder steht für Fehler ein und lässt das ganze Team davon lernen und jeder treibt die kontinuierliche Verbesserung voran, weil dann ist ein Scrum Master vielleicht wirklich nicht mehr notwendig. Wenn sich alle Teammitglieder gegenseitig immer wieder drauf committen und gegenseitig sich an der Kandare packen und sagen, hey, was tun wir da eigentlich gerade?
und das Team einfach selbst dafür sorgt, dass sie auf dem richtigen Weg bleiben, dann braucht man niemanden mehr von außen, der sie auf die Fehler hinweist. Letzte Folie, muss ich leider noch ein bisschen philosophisch werden, oder? Das hat mich an dem Thema auch begeistert, als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, weil es ist für mich so ein bisschen eine grundlegende Frage, wie können wir Menschen aus Fehlern der Vergangenheit lernen? Wie sorgen wir dafür, dass wir nicht immer wieder die gleichen Fehler machen und das die Erfahrungen und das Wissen von anderen, die vor uns gelebt haben oder die einfach schon Dinge vor uns getan haben, nutzen, gleichzeitig aber innovativ zu bleiben und nicht an Dingen festzuhalten, nur weil sie schon immer so waren. Und dafür fand ich einfach Schuhari ein geniales Modell als Grundlage für das Lernen. Und das war für mich auch so ein Gedankenanstoß, den ich hier gern noch mitgeben wollte, so an die Weltveränderer unter uns. Dann nochmal kurz zusammenfassend, jetzt unabhängig von der großen Weltveränderer-Vision, was ich euch heute gern mitgeben würde. Agile Frameworks bilden für uns die Grundlage für eine kontinuierliche Verbesserung. Jedes Team, jede Organisation, jede Situation ist anders und fordert deswegen unterschiedliche Ansätze. Und wir müssen Dinge, die wir gelernt haben, Praktiken und Tools und Werkzeuge, die wir von anderen übernehmen, immer auf unsere Situation anpassen und kontinuierlich weiter verbessern. Und es gibt keinen Endstatus. Wir sollen niemals aufhören zu lernen und wir wollen uns immer weiter verbessern und immer weiter anpassen, weil sich auch die Welt um uns verändert. Vielen Dank. Fragen? Richtung Teamzusammenstellung hast du ja quasi, also das mit dem Streitquartett, das fand ich ganz gut, aber das bedeutet auch quasi, man lässt Teams verändern sich nicht, oder wie würdest du damit umgehen, dass irgendwie ja, neue Leute ins Team dazukommen oder weggehen? Ja. Also die Frage war, wie geht man mit Veränderungen von Teams um oder wie passt die Veränderung von Teams in diese Teamentwicklung rein? Ich bin ein Riesengegner von Veränderungen von Teams. Also ich weiß, dass man es oft nicht verhindern kann. Ich glaube aber, dass man es öfter verhindern sollte. Und ich glaube einfach, dass in Organisationen der Wert von lang zusammenbleibenden Teams gesehen werden muss und dass man sehen muss, was für riesiges Potenzial in Teams stecken kann, wenn sie lange zusammenbleiben und einfach sich auf so einen kontinuierlich Verbesserungsprozess committen. Ich glaube einfach, dass zu oft nur die individuellen Skills von einzelnen Leuten gesehen werden und sagen, okay, jetzt haben wir hier in dem Team aber 4 Senior-Entwickler und wenn wir die jetzt auf 4 Teams aufteilen, dann können die ja ihr Wissen in die neuen Teams reintragen. Und dass man aber das Team als Ganzes sehen muss und sagen muss, okay, das Team als Ganzes funktioniert eben nur so gut, weil die sich in dieser Zusammenstellung ihre Wege gefunden haben und ihre Zuständigkeiten haben. Es gibt halt auch Leute, die sagen, es gibt keine Teamveränderungen, es gibt nur neue Teams. Wenn ich eine Person aus dem Team rausnehme, ist das ein neues Team, weil auf einmal eine Rolle, ein Set von Aufgaben, das immer diese Person sich drum gekümmert hat, auf einmal wegfällt. Und dann muss das Team sich erstmal nochmal komplett neu finden und gucken, wer übernimmt jetzt diese Aufgaben, damit es nicht runterfällt. Und auch wenn eine neue Person in ein Team reinkommt, neues Team. Weiß nicht, ob man das so streng sehen muss, aber ich finde es ein schönes Bild. Das ist ja auch ganz interessant, wenn sich
bisschen durchmischen. Also ich sag mal, wenn man auch eben die Erfahrungen, wenn jemand Neues reinkommt, der neue Erfahrungen mitbringt, der eben auch wieder neue Anstöße bringt für Veränderungen. Ja. Also Aussage war, es ist auch immer interessant, wenn man neue Anstöße reinbekommt und wenn man einfach auch mal durchmischt und dafür auch vielleicht auch für einen Wissenstransfer sorgt, so hey, die haben was gelernt, jetzt mischen wir das mal durch, damit wir einfach das Gelernte auch verteilen über unsere ganze Firma. Stimme ich voll zu. Ich bin auch nicht so, dass ich sage, hey, man sollte Teams niemals auseinanderreißen. Ich glaube aber, dass man es einfach viel zu oft macht, weil man das einfach so enorm unterschätzt, wie viel Potenzial in Teams stecken kann, unabhängig von den Skills von einzelnen Leuten. Ja, also ich finde das bei dem Vortrag ist hauptsächlich deswegen interessant, weil der Scrum Master so ein bisschen im Mittelpunkt stand. Und ich kenne das immer wieder, dass auch immer gefragt wird, warum braucht man den überhaupt, könnte das Team nicht auch ohne ihn Scrum machen irgendwie. Und das war jetzt schon ein ziemlich gutes Beispiel, was Argumente liefert, warum das schon wichtig ist. Also warum dieser Verbesserungsprozess ohne ihn nicht so funktioniert. Und ja, meine Frage, was ist eigentlich meine Frage? Also das erstmal das als Anmerkung, ja, das finde ich schon mal ziemlich gut. Ja. Ich weiß halt nicht, wie stark siehst du diesen Effekt, also wenn das Scrum Master nicht eingreifen würde oder sich nur um alles andere kümmern würde, das Team holpert nur so vor sich hin. Meinst du, das würde auch ansatzweise funktionieren oder würde das komplett failen? Was meinst du denn mit alles andere? Also wenn er das nur Meetings scheduled und nur vielleicht ein bisschen moderiert, sage ich mal, so der Art, dass er sich nicht um diesen Verbesserungsprozess kümmert und dann nicht so eingreifen. Ja. Also Frage war, was würde denn meiner Meinung nach passieren, wenn der Scrum Master sich nur um so die klassischen organisatorischen Themen kümmern würde und sich gar nicht aktiv um diesen Verbesserungsprozess bemüht. Als ich das Buch gelesen habe, ich war echt überrascht. Also ich war zum einen ganz groß begeistert von dem Buch, aber an vielen Stellen war ich auch überrascht, weil die Sachen, die du gerade sagst, so Termine anlegen, Meetings moderieren und was weiß ich, da sagt sie, das soll der Scrum Master überhaupt gar nicht machen. Aktiv nicht. Ja? Die sagt, du hast ein komplett neues Team, die haben noch nie agil gearbeitet. Ja? Du machst einen Kickoff mit denen, ja? Und zwar 2 Tage Workshop, wo du erklärst, was bedeutet agiles Arbeiten. Wofür sind die Meetings da? Was sind die Inhalte von den Meetings? Und dann hast du das erste Planungsmeeting und da hängst du an die Wand, okay, was ist der Sinn von dem Meeting? Und dann setzt du dich hin und guckst zu und tust nichts, nichts moderieren. Ja? Weil da sitzt ja ein Product Owner drin, der Product Owner möchte gern ein Produkt gebaut haben, der kommt mit einem priorisierten Backlog, das habe ich dem vorher beigebracht, dass das seine Aufgabe ist. Und dann führt er durch das Meeting, weil er stellt dem Team vor, hey, das und das hätte ich gerne in den nächsten 2 Wochen gebaut. Und den Ablauf, wie so ein Meeting läuft, das habe ich denen ja vorher erklärt. Und was muss ich denn da moderieren? Der Product Owner führte durch das Meeting. Ich beobachte, wie das läuft. Ich gebe den Leuten hinterher Feedback. Wenn ich merke, dass sie komplett irgendwie die Strecke verlassen, dann greife ich vielleicht ein und sage irgendwo, hey, seid ihr gerade noch bei Planning oder worüber redet ihr gerade und denkt mal an eure Timebox und ich weise auch darauf hin, hey, übrigens, es ist gerade schon 1 Stunde rum und überlegt mal, wie weit ihr seid und was ihr alles noch geplant habt für heute das Planungsmeeting. Aber als Scrum Master, sagt sie, stehe ich nicht vorne und sage, okay, Thema 1, bitte erklären, okay, jetzt Vertaskung und Task 1, Task 2 und habt ihr wirklich darüber nachgedacht? Und dieses alles, was ich so das Gefühl habe, was man dem Scrum Master oft so zurechnet an Aufgaben, sagt sie, das ist die Aufgabe vom Team. Die Teams sollen irgendwann selbst ihre Termine anlegen. Die sollen lernen, selbst durch ihre Meetings zu gehen, weil sie einfach die Inhalte von den Meetings kennen. Und wenn ich das immer alles für die mache, dann arbeite ich ja gegen eine Selbstorganisation. Dann arbeite ich ja dagegen, dass die Teams irgendwann alleine das alles machen können. Und
ganz viele Aspekte von was eigentlich die Aufgabe von Scrum Master ist und wo er wirklich durch konkrete Impulse ganz viel bewegen kann und wo er wirklich durch Gespräche mit dem Team, mit einzelnen Leuten, den Entwicklern, durch einfach Dinge, die gar nicht so offensichtlich sind, doch große Veränderungen bewegt. Das ist eigentlich das, wo sie sagt, das ist die eigentliche Aufgabe vom Scrum Master. Und ich glaube, dass ich weiß nicht, ob Teams das auch alleine können. Ich weiß nicht, ob Teams, wenn du sie einfach losrennen lässt, ohne dass jemand sie auf Fehler und Probleme hinweist, ob man dann immer so selbstreflektierend ist oder ob man dann nicht irgendwo vielleicht auch auf ein lokales Optimum optimiert, ja? Und dann halt sagt, okay, es ist doch schon ganz gut und wieso müssen wir uns dann immer weiter verbessern? Es läuft doch, ja? Wir liefern doch irgendwie drei Features jeden Sprint und der Kunde beschwert sich doch auch gar nicht. Aber dass man dann jemanden hat, der sagt, hey, ich erwarte von euch wirklich großartige Ergebnisse, ja? Ich will nicht einfach nur, dass ihr ein gutes Team seid und halt irgendwie ein bisschen Software entwickelt. Wir wollen uns große Ziele setzen. Wir wollen einfach, sie sagt es hier, expect astonishing results. Ja? Das sagt sie, wenn sie mit einem neuen Team anfängt, sagt sie, das ist meine Erwartung an euch. Und nicht Erwartung im Sinne von, so weit bringe ich euch, sondern ich glaube daran, dass ihr das könnt. Und ich will bei euch die Begeisterung schaffen, die ihr haben werdet, wenn ihr auf einmal denkt, so, wow, krass, das haben wir geleistet. Und ich glaube, dass wenn jemand da ist, der den Glauben an das Team hat und der dem Team immer wieder sagt, ihr könnt das, dass das so einen großen Wert hat, der einfach fehlt, wenn niemand da ist, der das Team betreut. Sag ich mal, weil da habe ich auch gedacht, komisch als ein zentraler Berater vielleicht für die Teams zur Verfügung steht, da zum Beispiel die Retrospektive oder eben dieses Hinweisen, glaube ich, das hört doch niemals auf. Ja. Also auch für das Reichquartett und für. Also sie sagt in dem Buch, Retrospektive kann sich mit der Zeit auch so entwickeln, dass einfach mal ein Teammitglied sagt, so, hey, ich würde vielleicht auch mal so eine Retrospektive machen. Zeigst du mir mal, wie man sowas vorbereitet? Weil ich habe auch Ideen, wie wir uns da verbessern könnten. Und dass es sich vielleicht langfristig so entwickelt, dass es einfach rotiert im Team. Jeder aber bereitet mal eine Retrospektive vor. Aber ich finde den Punkt trotzdem super interessant, weil zum Beispiel der Mentos sagt, Scrum Master macht sich selbst überflüssig. Das sagt man so, aber er glaubt nicht daran, dass Teams ohne Scrum Master arbeiten sollten. Er sagt, ein Scrum Master ist niemals überflüssig und ein Team wird immer einen Scrum Master brauchen und ein Scrum Master ist immer zu jeder Zeit, egal wie weit das Team entwickelt ist, zu 100% notwendig und sinnvoll. Kann man drüber streiten. Ich habe auch keine Antwort drauf. Also kurz zusammengefasst, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Frage, wie fange ich denn an, irgendwie mit Teams agil zu arbeiten,
wenn so dieses grundsätzliche Commitment für kontinuierliche Verbesserung im Unternehmen noch gar nicht vorhanden ist. Ich lese gerade ein anderes Buch von Mike Cohn, heißt Succeeding with Agile. Und er sagt, es gibt also aus seiner Sicht so grundlegend zwei Wege, die man da gehen kann. Und das eine ist halt quasi offensiv und für alle transparent, von ganz oben abgesegnet. Ja? Das heißt, du machst wirklich ganz, ich sage jetzt mal ganz klassisch Consulting, gehst wirklich zu einem Unternehmen hin und sagst wirklich, hier, das Unternehmen möchte gerne agil arbeiten und von ganz oben ist dieses Commitment oder diese Unterstützung. Ja, das wollen wir bei uns machen. Und dann wird das oberste Management entsprechend geschult von wirklich einem erfahrenen Coach, der halt sagt, was bedeutet das für euer Unternehmen? Was hat das für Auswirkungen? Was sind da für euch die Vorteile? Und dann hat man dadurch die Rückendeckung, dass man dann zu den konkreten Teams gehen kann und sagen kann, okay, wir machen das jetzt. Und dann kann man schrittweise mit den Teams anfangen zu arbeiten und zu gucken, was bedeutet das. Der andere Weg sagt er halt, wenn man halt die Absegnung von oben nicht hat, weil zum Beispiel ein Bereichsleiter sagt, hey, ich habe da was gelesen, ich war da auf einer Konferenz, ich würde das gerne bei mir machen, dann sagt er halt, dann fang es im Kleinen an. Mach es mit einem Team und erzähl vielleicht gar nicht groß rund, dass du jetzt agil arbeitest, sondern mach's einfach, ohne dass du jemanden sagst. Und dann zeig die Erfolge, die du hast. Weil er glaubt halt ganz fest dran, und ich denke, das muss man auch tun, wenn man irgendwie so eine Änderung machen möchte, dass man mit einem Scrum-Framework besser, effizienter, schneller arbeitet als mit der Methode, die man vorher verwendet hat. Und dann zeigt den Leuten einfach die Ergebnisse und sag einfach, guck mal hier, was wir geleistet haben. Und dann sag, das kam, weil wir haben mal was anders gemacht. Wir haben dieses Scrum-Framework eingesetzt und versucht darüber dann Akzeptanz in deinem Unternehmen zu kriegen. Er sagt halt auch, konzentrier dich am Anfang, wenn du Leute überzeugen musst, auf ein Team und versuch da Success-Stories zu erzeugen, damit du damit dann hingehen kannst und sag, guck mal, wenn man es richtig macht, dann ist das möglich. Wollt ihr das nicht überall haben? Sonst noch Fragen? Wie gesagt, über Feedback gerne dann hinterher, später, nächste Woche bin ich jederzeit dankbar. Ansonsten würde ich sagen, sind wir durch. Vielen Dank. Danke. Ja, ja, passt. Ich habe nächsten Freitag Urlaub. Bist du nächste Woche da? Ja. Montag würde ich dir dann machen. Danke.